Ja, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine Trinkhalterung an eurem Fahrrad montiert. Das funktioniert eigentlich bei fast allen Fahrrädern gleich. Ich habe euch auch unten in der Videobeschreibung so eine Trinkflaschenhalterung verlinkt. Ja, prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, so eine Flaschenhalterung an eurem Fahrrad zu befestigen. Ihr benötigt dafür lediglich so einen Vierer Inbusschlüssel und dann könnt ihr diese Flaschenhalterung zum einen hier befestigen oder ihr könnt sie natürlich auch hier unten befestigen. Und wenn ihr sehr viel Flüssigkeit benötigt, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, zwei solche Halterungen zu befestigen und ihr könnt dann zwei Flaschen gleichzeitig mit dem Fahrrad mitbefördern. Ja, ich werde jetzt diese Flaschenhalterung hier befestigen. Ihr seht, hier sind zwei Schrauben in dem Rahmen eingearbeitet. Diese Schrauben sind auch genormt, sodass sie genau hier in die Flaschenhalterung reinpassen. Ja, und um jetzt die Flaschenhalterung zu befestigen, drehe ich jetzt einfach mal hier die Schrauben, die hier befestigt sind, aus dem Rahmen raus. Dazu diese Schrauben einfach nach links drehen. Manchmal geht es ein bisschen schwerer, da müsst ihr ein bisschen kräftiger ziehen. Und wenn ihr sie dann gelöst habt, dann könnt ihr es ja auch schon ganz einfach rausdrehen. Es ist manchmal so, dass die Gewinde hier ziemlich tief eingeschnitten sind. Deswegen müsst ihr einfach schauen, ob ihr diese Unterlagscheibe hier drunter legt oder nicht. In dem Fall sind die Gewinde bei mir relativ tief drin. Deswegen muss ich hier einfach die Unterlagscheiben weglassen, dass ich hier wirklich gut mit dem Inbus hier die Schraube eindrehen kann. Also ich lege die jetzt einfach hier an dem Gewinde an und drehe sie hier vorsichtig rein. Macht sie noch nicht ganz fest. Sie soll erstmal nur locker aufsitzen. Jetzt nehmen wir die zweite Schraube für hier oben. Ihr habt hier meistens auch noch ein bisschen Spiel und könnt die Halterung hier so von oben nach unten schieben. Jetzt drehen wir die zweite Schraube hier oben in das Gewinde rein. Wie gesagt, ihr müsst einfach schauen, ob ihr die Unterlagscheiben reinmachen könnt oder nicht. In dem Fall ist es einfach bei mir hier so, dass das Gewinde einfach zu tief drin liegt und ich muss die Unterlagscheiben hier weglassen. Jetzt könnt ihr das hier noch ein bisschen justieren, wie ihr es wollt, und anschließend könnt ihr das dann hier richtig festziehen. Und damit ist die Flaschenhalterung montiert. Und ihr könnt jetzt hier einfach so eine Trinkflasche einsetzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst. Macht's gut, bis bald, euer Repti.